Ich finde, wir können eigentlich hier stehen bleiben und uns das eigentlich die nächsten 20 Minuten lang angucken. Aber ich möchte irgendwie wissen, wie es weitergeht. Von daher verlassen wir mal diese schöne Aussicht hier. Diesen genialen Spiegel-Effekt, den die Wasseroberfläche da wirft. Und gehen mal ein bisschen weiter. Ob wir noch neue Dinge entdecken können. Na, hier wird auch der Weg weitergehen. Ah, da steht der Rest vom Zug. Hier hat es irgendwie einen Steinschlag gegeben. Ja, das sieht sehr schlau aus, was man da gemacht hat. Die Bahnstrecke unter diesem mega Felsen unter durchzuführen, der dann einfach mal abgebrochen ist. Okay, ich weiß, dass ich nicht in diesen Wald da drüben gehen werde. Aber ich weiß auch nicht, ob ich in das Dorf möchte, wenn der alte Mann da wohnt, der anderen Leuten einfach den Schädel einschlägt, wenn sie seinen Enkel umbringen wollen. Weil das eigentlich noch halbwegs verständliche Motivation ist, würde ich sagen. Ja, hat mir auf jeden Fall detailgetreue Beschreibungen gemacht hier. An den guten Waggons. Da vorne scheint tatsächlich irgendwie eine Bahnstation oder so zu sein. Ich hätte uns vergessen, das zu erwähnen in der ersten Folge. Es gibt einen kleinen Prequel-Web-Mini-Comic, der auch unter dem Video in der Beschreibung verlinkt ist. Kann ich Ihnen nur empfehlen, aber kurz reinzugucken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber da werden noch einige von den Hintergrundinfos, die ich schon habe, erwähnt. Unter anderem, wie ich weiß, was Paul Prospero so macht. Seit ein Detektiv mit Bezug zum Okkulten und Mystischen ist. Hier ist die Uhr um 5 nach 7 stehen geblieben. Und hier um 7. Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Aber hier ist, glaube ich, schon länger auch kein Zug mehr angekommen. Genau, also diesen Minicomic kann ich echt jedem empfehlen. Solltet ihr euch einfach mal geben. Haben sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben mit. Ist sogar mit Soundeffekten untermalt. Ist ziemlich cool gemacht. Ist das ein altes Transformatorhäuschen? No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot. Dark things grow. Es hat so ein bisschen was von Alan Wake. Also von der Stimmung her, von der Stimme des Sprechers, wo ich noch nicht nachgeguckt habe, wer das ist oder was der macht. Eine Stauwehr errichtet hier. Und da drüben ist das Dorf, wo ich eigentlich hin will. Mal, ob ich da heile ankomme. Eigentlich ist hier super idyllisch. Okay. Die Bahnstrecke geht dann hier weiter. Ich gehe aber erstmal, denke ich, Richtung von dem Dorf. Kommen wir her. Über die Brücke sind wir gegangen in der letzten Folge. Und die Aussicht ist einfach mal geil. Was ist da unten? Das ist eine Stausee hier. Das Ganze. Okay. Da ist noch ein Gebäude, ein größeres. Das Ganze so sehr auch von H.P. Lovecraft inspiriert sein, also der Cthulhu und solche Sachen sich erdacht und darüber geschrieben hat. So mythische Monster. Da soll der Schläfer wohl von inspiriert sein. Also diese Figur des Schläfers. Da ist ein Steinbruch oder sowas in der Richtung. Oder das ist zumindest Stein aus der Wand gebrochen. Ja, kann man da ziemlich gut sehen. Oder ist da mal Wasser geflossen? Das kann natürlich auch sein, aber... weil so glatte Kanten sind. So cool mit der Wasserbewegung da unten. Also das hier scheint, wie gesagt, das Red Creek Valley zu sein. Das namensgebende.
Und wir laufen mal Richtung Stadt. Oder Dorf. Stadt kann man, glaube ich, hier nicht so sagen. Auf den Bänken oder so schon etwas liegt. Das sieht mir sehr verlassen aus, muss ich sagen. Ich meine, hat unser Hauptcharakter gerade auch schon erwähnt, dass sehr vieles einfach vergessen wurde. Warum sind da oben rote Lichter? Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber es beunruhigt mich. Vor allem auch, dass die Musik jetzt weg ist. Okay. Ich werde ja nicht geführt in dem Spiel, also ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe. Das macht es jetzt nicht besser. Eigentlich möchte ich nicht zu den Lichtern, aber ich will auf der anderen Seite wissen, was das ist. Ob das nur ein Grafikfehler war oder. Ich wette, gleich will ich mich so erschrecken. Irgendeine Scheiße passieren wird. Könnte die Musik bitte wiederkommen? Warum wird es hier dunkel? Und neblig. Die Lichter sind weg. Wäre da oben gewesen. Okay, vielleicht gehen wir doch erstmal woanders lang. Nicht zu den Lichtern. Wäre es denn mit dem verbrannten, verkohlten Haus? Aber ist das verbrannt oder verkohlt? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich nur verlassen, glaube ich. Ich glaube, ich komme jetzt mal hier um. Und hoffe, dass mir nicht irgendwer unwohlgesonnen ist. Ja, scheint niemand hier zu sein irgendwie. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Minenaufzug. Hallo? Niemand da. Da sehen wir nochmal den Stausee. Okay, da hätte ich irgendwo mit einer Eisenbahnstrecke, die hätte da irgendwann noch aufgehört, nehme ich mal an. Und da geht es dann weiter. Das Valley runter, also das Tal. Feuerholz am Start. Ich habe halt keinen Namen für diese Ortschaft, die haben auch kein Ortseingangsschild gehabt. Wir kündigen uns einfach mal an oder betreten einfach mal hier das Grundstück. Wenn ich dann kann. Hier ist zu, aber hier. Hausnummer. Nicht mehr wirklich erkennbar. Lesen. Das sieht irgendwie nach okkultem Text aus. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Focalor, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragramm, Weidschon, Stimulamaton, Esphares, Tetragrammaton, Oliarum, Irion, Isition, Existion, Iona, Onera, Orasim, Mosm, Messias, Sota, Emanuel, Saborf, Adonai, Theodoro et Te Invoco. Amen. Also ein Teil davon ist Latein, aber nicht alles. Also Theodoro et Te Invoco, dich verehre ich, dich rufe ich an. Kann ich noch gerade so übersetzen, aber der Rest davor ist teilweise in irgendwelchen Sprachen geschrieben, die mir nichts wirklich sagen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gerade irgendwelche dunklen Götter beschworen habe. Kann ich das noch drehen? Okay, was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich eher nicht so. Okay, hier habe ich auf jeden Fall eine Vision am Start. Hallo?
Ich weiß nicht, ob ich hier durchgehen möchte. Aber irgendwer hat hier auf jeden Fall irgendwelche dunkle Götter angerufen. Das ist immer schon mal auf jeden Fall eine super gute Idee, habe ich gehört. Also der hintere Bereich von dem Haus ist scheinbar irgendwie von so einer magischen Barriere umgeben. Ich weiß nicht, ob ich da rein möchte. Wir genießen lieber noch mal kurz die Aussicht. Da unten ist auch noch ein Gebäude. Das ist wahrscheinlich das Kraftwerk sein, was hier die Stadt mit Strom versorgt. Okay, ich glaube, ich kann nicht anders. Dann gehe ich jetzt hier mal rein. Okay. Das scheint auf jeden Fall irgendwie ein Rätsel zu sein. Je nachdem, wo ich hingehe, komme ich in unterschiedliche Räume. Ich bin auf jeden Fall jetzt ganz woanders als da, wo ich eben war, glaube ich. Ja. Ich bin in einem anderen Haus. Ich glaube, das ist der Weg nach oben. Also in den Berg hoch. Ja. Eigentlich waren wir eben in dem Haus da drüben. Okay. What the fuck? Ich geh jetzt mal hier durch. Tauschen. Was tausche ich denn da? Ah, ich kann durchschalten, wo ich hin möchte. Das sieht gut aus. Schreibtisch. Okay, das ist jetzt ganz oben in demselben Haus, wo ich gerade war. Okay. Kann ich irgendwas von lesen? Schade. Dachte ich nicht, dass das gehen würde. Okay, es ist schon mal irgendeine krasse Teleportationsscheiße am Start. Kann ich hier noch irgendwas benutzen in dem Haus? Ich glaube nicht. Hätte ich jetzt auch keine Visionen oder so. Kann es sein, dass ich den richtigen Raum zuordnen muss? Ich glaube ja. Das ist natürlich die Frage. Das sieht eigentlich schon ganz richtig aus. Okay, war aber glaube ich falsch, sonst wird das nicht rot aufgeleuchtet, oder? Ja. Ach shit. Okay, ich habe das Rätsel verstanden. Die Frage ist, in welchem Haus bin ich jetzt? Wieder in dem roten? Ja. Rot ist auf jeden Fall immer falsch, wenn das Rot leuchtet. Das war der Eingang vorhin, den wir hatten. Ziemlich sicher, ja. Okay. Also das hier sieht eigentlich schon gut aus. Ist da irgendwas Neues drauf jetzt? Nee. Achso, dann kann ich das Rätsel nochmal neu anfangen. Kann ich das nicht tauschen im Moment? Nein. Shit. Okay, das macht mich teilweise ein bisschen wahnsinnig. Ich noch nicht genau weiß, wie ich das lösen muss. Also ich glaube, ich muss das schwarze Haus komplett richtig hinkriegen wieder. Das war gut. Das war auch richtig scheinbar.
Ich würde hier gerne noch mehr lesen, aber kann ich leider nicht. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Das sieht eigentlich richtiger aus, oder? Das. Das ist ein ziemlich cooles Rätsel, muss ich sagen. Also die Ebene hier habe ich, glaube ich, gelöst. Außer da vorne. Also hier muss irgendein Eckraum hin, auf jeden Fall. Das heißt, da kann kein Fenster sein. Da muss dieser stimmen. Ja. Das da müsste doch eigentlich dann der Durchgang hierhin sein. Okay, also diese Ebene haben wir, glaube ich, gelöst. Das hier oben hatte ich doch auch schon gelöst, eigentlich. Das war das hier. Okay. Dann gehen wir nach unten. Hier habe ich jetzt alle. Können jetzt so viel nicht mehr über sein hier. Da würde es so runtergehen, das macht eigentlich keinen Sinn. Macht das Sinn? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es dahinter aussieht. Also runtergehen macht keinen Sinn, glaube ich, weil hier ist die Eingangstür. Das oder das? Hier hinten wäre ein Raum. Ne, Gang macht ja eigentlich keinen Sinn. Das denn? Eher als das. Ich glaube so. War das richtig? Ich glaube ja. Scheint das Esszimmer zu sein. Ja, da vorhin war ich draußen. Okay. Kann ich die Bücher? Ne, kann ich tatsächlich nicht lesen. Ich scheine nur so Schriftstücke lesen zu können. Was ist das? Pferd mit Kühen? So gut, ich fühle mich durch die Musik in keiner Art und Weise bedroht. Das ist ziemlich cool. Ha. Das ist immer noch schwierig, hier für mich zuzuordnen. Das kann es nicht sein. Ich würde fast sagen, der Raum war scheinbar richtig. So, und hier habe ich jetzt noch zwei. Einmal der. Eigentlich ist hier vorne Ende. Das heißt, es kann nicht so breit sein. Die Wand passt eigentlich nur. Ja. Stimmt auch. Warum muss jetzt so dunkel sein? Hallo, ich möchte bitte, dass es wieder hell ist. So, wir haben hier eine Wand neben uns. Die Decke müsste einigermaßen. Würde das passen? Von der Tiefe her? Eigentlich eher. Das. Ich glaube so. Wobei die Wand noch ganz schön weit weg wäre, nach links. Also könnte es auch das sein. Ich probiere mal. Das war jetzt, glaube ich, richtig. Ich bin zumindest irgendwo. Was interessant aussieht hier. Bevor wir hier reingehen,
muss ich leider so grausam sein und einen Cut machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder und werden diesen wundervollen Raum mit toten Vögeln, Masken? Nee, Föten und alten Büchern uns anschauen. Danke fürs Zuschauen, bis morgen.